Hallo und Servus zusammen, ich bin's wieder, der Drewman vom Ultra Chicken Squad und heute müssen die Müssen-Spieler unter euch ganz, ganz stark sein. Holt euch eure Lieblings-Airsoft oder euer Lieblings-Tarnmuster und kuschelt euch richtig schön dran, denn was jetzt kommt, ist Beats of Pur. Heute stellen wir euch die Article 1 von Heretic Labs vor. Das Ganze ist eine Speedsoft-Untermarke von MTW. Wie es damit am Fell war, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Kommen wir nun zu den groben Grunddaten. Diese Airsoft hat eine Länge von etwa 350 mm. Wichtig, was ihr beachten solltet, dieser Stock hier ist eigentlich nicht mit dem Niveau-Umfang enthalten. Stattdessen ist hier diese Abschlusskappe drauf. Die ist ungefähr hier und dann ist das Ganze quasi so eine Art Speedsoft-Pistole. Also relativ kurz. Dann gibt es diese Knift in drei verschiedenen Varianten, nämlich in Schwarz, Lila und Orange. Wir haben hier die schwarze. Bei den Varianten Lila und Orange ist der Upper Receiver einfach in der entsprechenden Farbe. Wiegen tut sie etwa 0,9 Kilogramm und da wir hier eine HPA Airsoft haben, wird sie mit etwa 60 PSI bis 140 PSI betrieben, was etwa 0,8 bis 1,65 Joule entspricht. Da wir ein elektropneumatisches System haben, brauchen wir ebenfalls auch einen Stromanschluss, nämlich für den Akku und das ist ein JST-Stecker. Der Druckluftanschluss ist ein US-Anschluss. Wenn ihr die Airsoft zugesteckt bekommt, dann erwartet euch eine wunderschöne fancy Schachtel. Darin befindet sich die Airsoft, ein Mid-Kit-Magazin mit einer Kapazität von 150 BBs sowie ein Patch mit dem Herstellerlogo drauf. Verbaut wurde hier ein Messinglauf, der Innendurchmesser ist uns leider nicht bekannt, aber er hat eine Länge von 150 mm. Die Hop-Up-Unit ist stufenlos einstellbar. Kommen wir nun zur HPA Engine. Hier wurde die Inferno Gen 2 der Firma MTW verbaut. Dazu gehöre ich noch das Spartan Electronics Control Board sowie ein CNC Speed Trigger. Beginnen wir nun mit Optik und Verarbeitung. Also optisch haben wir hier definitiv was ganz, ganz Besonderes. Wir haben eine außergewöhnlich kurze Airsoft. Hier vorne haben wir eine Carbonfaser drauf. Also das ist wirklich Carbonfaser, nicht nur Optik. Sehr, sehr cool. Dann haben wir hier ein Skeleton-Design, also sprich, man sieht ja auch auf die HPA-Engine sowie die Hop-Up-Unit, die liegt frei, also man kommt auch ziemlich leicht dran. Dann haben wir hier drin im Magazinschacht beispielsweise drin stehen, welche Airsoft wir überhaupt haben. Falls du es mal vergisst, kannst du sie nachlesen. Und hier ist dann auch mal eine Produktnummer. Genau, die Verarbeitung ist sehr hochwertig, da kann man sich nicht beschweren. Nicht scharfkantig, alles wirklich sehr, sehr gut verarbeitet, auch hier drinnen. Daher kriegt sie 9 von 10 möglichen Punkten. Beginnen wir nun mit der Funktionalität. Wenn du nicht in Deutschland wohnst, hat diese Airsoft einige Sachen, die du einstellen kannst. Also ein Programmieren, richtig nice. Wir in Deutschland haben allerdings nur den Zugriff auf die Empty Mag Detection. Die können wir rein oder raus programmieren, je nachdem, wie ihr sie haben wollt. Wichtig, das Ganze funktioniert ausschließlich mit den Originalmagazinen, die beiliegen. Kommen wir jetzt mal zur Hop-Up-Unit, das ist jetzt der nächste Step. Die liegt hier offen, sprich, ihr könnt sie einstellen, ohne dass ihr irgendwas aufmachen wollt oder sonstiges, sogar während des Spielbetriebes. Und das Ganze funktioniert sowohl auf der rechten Seite wie auch hier auf der linken Seite, weil ihr auch darauf zugreifen könnt. Dann machen wir hier gleich weiter. Haben wir hier auf der linken Seite den Feuerwehrhebel, den können wir eben hier schon einstellen. Der geht ein bisschen strenger, aber ich muss sagen, mit der Zeit ist jetzt schon ein bisschen leichtgängiger geworden. Das passt auch soweit. Dann haben wir rechts noch den Mag-Release, sprich, was wir feststellen, die Airsoft ist hauptsächlich für Rechtshänder geeignet. Dann kommen wir noch zum Trigger, zu guter Letzt. Das ist der letzte Punkt. Ja, der Abzugsweg, der ist quasi gar nicht vorhanden. Also wir haben hier wirklich einen sehr, sehr kurzen Abzugsweg, was uns ermöglicht, sehr, sehr schnelle Schüsse in Folge abzugeben. Das ist auch sehr, sehr cool. Dafür kriegt sie 9 Punkte. So, weiter mit der Kompatibilität. Da sind wir ein wenig eingeschränkt, zumindest bei den Magazinen schon mal. Denn wir konnten nur zwei Magazine feststellen, die funktionieren. Nämlich einmal dieses Originalmagazin vom Hersteller. Das seht ihr hier auf der rechten Seite von euch. Und noch einmal dieses Mid-Cap-Magazin von Lonex. Das funktioniert auch einwandfrei. Beide feeden und beide sitzen sehr gut.
Hier oben bei, auf dem Originalmagazin haben wir nochmal so ein kleines Hebelchen, der lässt die MT-MAC Detection ansprechen. So, dann weiter mit dem Akku erstmal. Da braucht ihr so einen kleinen, der hat jetzt 300 mAh, denn der kommt hier unten rein und wie der da reinkommt, das zeige ich euch jetzt hier live on stage. Da müsst ihr quasi hier unten aus dem Griff dieses Stückchen hier raushebeln. Ganz, ganz sanft mit ganz wenig Gewalt. Ich habe Angst. So, genau jetzt. Es klippt quasi da unten rein. Dann steckt ihr den Akku da irgendwie rein. Tralala. Dann müsst ihr den Stecker hier so reinstecken. Ist ein bisschen friemelig. Da habt ihr hier quasi diesen Anschluss und da das hier. Dann müsst ihr das irgendwie zusammenstecken. Also es ist eine, wenn man so viel Feingefühl hat wie ich, ist das halt einfach super. So, genau. Dann müsst ihr schauen, dass der Schlauch hier in der Mitte ist, wurde mir gesagt. So, ja, oder so. So. Dann braucht ihr den Deckel hier wieder, den setzt ihr dann also drauf. Und dann klippst du das so ein. Genau, dann ist er hier montiert. Und dann brauchen wir hier diesen Regulator. Das ist ein Storm Category 5. Der wird zumindest vom Hersteller empfohlen. Das ist natürlich auch der hauseigene. Den steckt ihr dann hier quasi an. Zurückschieben. So, ja, ich weiß natürlich, wie HPA funktioniert. Genau, und jetzt haben wir es zwischen hören und jetzt gebe ich mal hier einen Schuss ab. Das Ganze ist natürlich leer, haben wir vorher geprüft. Ah ja, ist kein Magazin drin. Nee, ne? Du hast den Stecker nicht gescheit drauf. Habe ich den Stecker nicht schon drauf? Nein, es hat nicht Klick gemacht. Du musst das verschieben. Jetzt hat's geklickt. Jetzt. Das lassen wir so im Video, ist mir egal. Genau, für diese SRG-Spiele. Genau, und jetzt hört das. Funktioniert, ist richtig schön leise und es läuft. In der Kategorie Kompatibilität kriegt sie 4 Punkte von uns. So, weiter zum Handling. Diese Knifte, die wiegt ja fast nichts und das macht sie relativ leicht zu bewegen. Sprich, sie ist kurz, sie wiegt nichts, perfekt für CQB. Einen kleinen Nachteil haben wir allerdings, der Zank hinten am Rücken sowie der Schlauch, die können dich ab und zu schon mal ein bisschen in Bewegung einschränken. Aber im Großen und Ganzen ist sie trotzdem vom Handling her unschlagbar. Die Gewichtsverteilung, die ist super, weil sie wiegt ja fast nichts und das ganze Gewicht ist quasi hier. Das macht es mega angenehm, das Ganze zu tragen. Ihr könnt sie als Pistole spielen, wenn ihr hinten den Stock nicht dran habt. Ihr könnt sie als PDW spielen. Mit Stock quasi. Ihr könnt sie auch für mittlere Distanzen benutzen. Ihr könnt sie auch theoretisch umbauen auf ein bisschen länger, wenn ihr wollt. Sprich, sie ist universell einsetzbar und das macht sie eigentlich ziemlich, ziemlich stark. Und daher kriegt sie bei Handling von uns 8 Punkte. So, wir haben sie für euch nachgekront und was soll ich sagen? Die Abweichungen, die sind nicht nennenswert. Bei so einem Setup kann man fast nichts anderes erwarten. Auch wenn die Schüsse schnell in Folge kommen, gibt es da quasi gar keine Abweichung am Chrono. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Bei gering aufgestellten Joule, sprich so 0,8 in etwa, ist es auch schon möglich, Ziele auf mittlere Distanz zu treffen, das Ganze ohne Probleme. Und dabei hatten wir auch fast keinen Ausreißer oder gar keinen Ausreißer. Es ist einfach Wahnsinn, was ihr da abliefert. Wenn ihr natürlich ein bisschen mehr Power aufdreht, ist es auch möglich, dass ihr Ziele auf größere Distanzen trifft. Wichtig, ich habe trotzdem einen relativ kurzen Lauf, also achtet da ein bisschen darauf. Daher kriegt sie aber 8 Punkte von uns. Nun sind wir schon am Fazit angelangt. Für ca. 1000 Euro wartet euch eine Airsoft mit wirklich einem einzigartigen Design. Die Knifte ist hauptsächlich für CQB bzw. für mittlere Distanzen ausgelegt. Sprich, wenn ihr mal überlegt, eher in so, auf so CQB-Spielfelder zu gehen, seid ihr hier wirklich richtig. Für lange Distanzen würde ich sie eher nicht empfehlen. Genauso wie für Maxim-Spieler. Die sind da auch nicht wirklich gut damit bedient. Sie hat von uns insgesamt 7,6 Punkte erhalten, da sie ein paar kleine Einbußen machen musste, nämlich beim Punkt Kompatibilität. Die Akkus, die ihr zurzeit für hier unten braucht, die sind nämlich zurzeit im deutschsprachigen Raum derzeit nicht auf Lager. Leider. Zumindest Stand heute. Auch mit dem Magazin war es ein bisschen problematischer, aber ich denke, auch da lässt sich eine Lösung finden. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, einen Kommentar, wie auch immer. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal und ich würde sagen, macht es gut und haut rein. Ciao.
Have you ever felt? Are you listening? Damn.